Grüße dich. Ja, wir stehen da drauf und wir gehen da drauf. Die Füße. Und ja, sag doch mal ehrlich, wie oft tust du deinen Füßen etwas Gutes? Ich würde mal behaupten, nicht so sehr oft. Wir putzen jeden Tag die Zähne, weil wir wissen, wenn wir das nicht tun, geht es unseren Zähnen schlecht. Ja? Wir machen vielleicht Selbstoptimierung. Ja, wir schminken uns jeden Tag. Wir versuchen alles, damit wir eine super Figur haben. Aber weißt du was? All das ist nichts wert, wenn du dauernd Schmerzen hast und Probleme hast. Und die fangen bei den Füßen an. Und damit du dir einfach da mal noch ein besseres Bild machen kannst, wie ist so ein Fuß überhaupt aufgebaut? Ungefähr haben wir da so um die 25, 26 Knochen. Ja? Dann um die 20 Muskeln. So, das wird, wenn man jetzt mal den ganzen Körper betrachtet, das ist ja pro Fuß, ja, macht das schon mal ein Viertel von einem ganzen Körper aus. Ja? So, das ist aber noch nicht alles. Jetzt kommt mal das Interessantere. Der Fuß ist abgesichert durch 115 Bändern. Ja? Dann kommen noch die Faszienstruktur mit dazu. Die sind bei den Bändern nicht mit dazu gerechnet. Also Bänder sind natürlich auch Faszien, aber da kommt halt noch die Plantarfaszie mit dazu, die zählt nicht als Band. Jedenfalls nicht in dieser Aufzählung. Und jetzt kommt das richtig Heftige. Über 70.000 Nervenendigungen haben wir in einem Fuß. Das musst du dir mal überlegen. 70.000, über sogar. Ja, es gibt Quellen, die berichten von 75.000, dann gibt es Quellen 77.000, also dann liest man 70.000. Ist ja auch vollkommen wurscht, ob das jetzt 70.000 oder 75.000 sind. Jedenfalls Fakt ist, es sind über 70.000. Und jetzt mal die Frage, was passiert damit, wenn du den ganzen Tag Schuhe anhast? Und das ist halt das Problem. Wir packen unsere Füße in Watte, packen sie irgendwo ein, werden sie noch unterstützt, weil die Schuhe alle ein Fußbett haben. Und das verkümmert die Füße. Also dadurch entstehen Fußfehlstellungen, weil der Schuh auch vorgibt, wie wir den Fuß abrollen. Und da haben wir halt schon mal das erste Thema. Und deswegen ist es wichtig, so wie du jeden Tag Zähne putzt, solltest du auch jeden Tag was für deine Füße tun. Also Fußpflege betreiben. Ja? Und da meine ich jetzt nicht einfach nur ein bisschen spazieren gehen, sondern die Nervenendigung richtig aktivieren. Ja, weil, was passiert denn, wenn es dunkel ist oder wenn du mal in einen dunklen Raum kommst? Wie gehst du dann? Man tastet sich so langsam wie so eine Katze ran und man macht den Fuß so, die Zehenspitzen so vorne runter. Ja, das macht man, weil unter dem Fuß, ja, wir damit auch tasten. Genau wie mit unseren Fingern, ja, wenn wir irgendwo anfassen, das Gleiche auch mit dem Fuß. So, und das müssen wir alles aktivieren, damit es nicht zu Fußfehlstellung kommt. Und und genau das ist halt immer ein Thema. Fußfehlstellungen lösen so viele Probleme im Körper aus. Oder nicht nur Fehlstellungen, sondern auch Überlastungen, einseitige Belastungen. Was ich immer halt sehr oft sehe, ich mache immer in jedem meiner Coachings, mache ich Haltungs- und Bewegungsanalysen. Das ist überhaupt damit starte ich, damit ich überhaupt sehe, woran ich arbeiten muss mit meinen Kunden. Ja? Woran wir als erstes arbeiten müssen. Und da ist mir halt in den letzten Jahren, das habe ich auch das ein oder andere schon mal hier erwähnt bei YouTube, ist mir immer halt was aufgefallen. Und was mir da aufgefallen ist, das ist eigentlich, ja, ich finde das krass, weil egal was für ein Laien du hast, die Füße werden nie berücksichtigt. Das ist echt der Hammer. Also ich habe ganz viele Menschen mit Rückenschmerzen, mit Knieschmerzen, Nackenschmerzen, Kieferschmerzen. So, und komischerweise, die haben immer auch ein Fußproblem. Aber keiner kümmert sich darum, keiner analysiert das, keiner schaut sich das Gangbild an, keiner schaut sich, wie ist denn die Fußbelastung? Belaste ich eventuell mehr meinen Vorfuß und nicht den Fuß gleichmäßig? Weil wenn ich meinen Vorfuß belaste, sind natürlich die Zehengelenke sehr stark, ja, immer
belastet. Das kann halt zu Arthrosen führen, aber nicht nur dazu. Eine Vorfußbelastung zieht sich zum Beispiel ins Hohlkreuz rein, leitet das Ganze ein und sorgt dafür, dass dann du mehr Druck auf den Nacken hast. Und das musst du halt ja berücksichtigen. Und da kann man aber was tun. Und das ist halt wichtig. Du musst jetzt nicht jeden Tag, viele denken immer, oh mein Gott, Tobias, was soll ich denn noch alles machen? Ja? Du musst, wenn du Zähne putzt zum Beispiel, kannst du auch eine Fußübung machen. Ja? Und wenn du 3 Minuten Zähne putzt, dann kannst du 1,5 Minuten für den linken Fuß oder 1,5 Minuten für den rechten Fuß was machen. Und das kannst du dann zweimal am Tag machen. Somit hast du schon mal 6 Minuten was für deine Füße getan. Und das gibt, dann wirst du davon enorm profitieren. Ja? Weil, wie sind denn bei vielen die Füße? Ja? Wie sind die Zehen positioniert? Die sind ganz eng zusammen. Manchmal sogar übereinander, habe ich auch schon sehr oft gesehen. Nicht nur der große Zeh also über den zweiten Zeh, sondern auch der kleine Zeh geht nach innen, weil man halt zu enge Schuhe trägt. So, und jetzt ist das Thema, okay, nicht jeder mag Barfußschuhe. Ich selber habe auch keine Barfußschuhe, ja, weil das ist halt dann die andere Bewegung, die übertreiben es dann auch in meinen Augen. Man muss keine Barfußschuhe tragen, um seinen Füßen was Gutes zu tun. Das Entscheidende ist, aktiv zu werden, das Zepter selber in die Hand zu nehmen und die Füße zu befreien. Einfach, dass wir die Zehen wieder schön durchbewegen, dass wir den Fußspann und die Fußsohle in Einklang bringen vom Spannungsverhältnis her, damit die Nervenendigungen nicht eingeengt und eingequetscht werden, damit deine Knochen nicht einseitig überlastet werden, damit die Bänder gleichmäßig belastet werden. Also Bänder, Faszienstruktur, das habe ich ja gerade schon erwähnt, ist ja eins. Und das müssen wir in Einklang bringen. Und da zeige ich dir jetzt eine Übung für, wie du das hinbekommst. Darfst gespannt sein, die macht richtig Spaß und vor allem wird sie dir richtig, richtig gut tun. Probier es aus. So, bevor wir jetzt loslegen, schau dir einfach mal deine Zehen an. Vor allem, wie viel Platz ist zwischen deinem großen Zeh und dem zweiten Zeh hier. Ja? Hier sollte auch immer ein bisschen Platz sein. Und bei den meisten ist das hier alles so richtig zusammen. Ja? Und das führt halt auf jeden Fall zu Problemen. Definitiv. Und deswegen mach jeden Tag diese Übung. Und du wirst danach immer wie auf Watte laufen und dein Fußgewölbe wird intakt gebracht. Ja? Probier das mal aus. Du gehst mal erstmal so ein bisschen rum. Und schau mal, wie sich das anfühlt. Mach mal einen Ausfallschritt. Schau, ob du da stabil bist oder ob das sehr kipplig und wackelig ist. Und dann machst du jetzt diese Übung, die ich dir jetzt zeige. Und zwar erstmal den Fuß hoch. Jetzt versuchst du, den großen Zeh von den kleinen wegzukriegen. Und wenn du das machst, wird dir auffallen, dass auch die kleinen Zehen auseinandergehen. Und das ist wichtig, ja? Jetzt drückst du die Zehen rein, jetzt gehst du auf die Innenseite, also verkantest deinen Fuß hier, zack, zack. Jetzt gehst du auf die Außenseite, jetzt wieder in die Mitte, drückst die Zehen in den Fußboden rein, wie so eine Sauglocke, ziehst die zusammen, gehst auf die eingerollten Zehen, spannst den Fußspann auf. Und das hier, das können viele gar nicht, die machen das am Anfang erstmal nur so. Dann mach das erstmal nur so, weil die Beweglichkeit wahrscheinlich noch nicht da ist. Und das ist ein Zeichen, dass du es machen musst. Ja? Also hier zusammenrollen, dann wieder hoch, wieder die Zehen, wie so eine Sauglocke in den Fußboden rein, auf die Innenseite, Außenseite, zusammenziehen, zack, wieder hoch, hoch, einrollen, zack, zack. Und das machst du so 10 Mal. Ja? Da brauchst du noch nicht mal 1,5 Minuten für. Und das wird dir richtig, richtig gut tun. Ich mache mal kurz noch mal meinen anderen Fuß, damit ich das auf Bein, also hier Innenkanten, außen, wieder Sauglocke, zusammenziehen, auf die eingerollten Zehen, Fußspann aufspannen, hoch, wieder rein, zack, 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 zack und hier. Und das wird dir halt mega gut tun. Und jetzt, wenn du das gemacht hast, lauf dann nochmal. Und jetzt zeige ich dir noch eine Übung, die du dazu noch machst. Und das ist eine Übung für die Plantarfaszie, damit die mit deiner Achillessehne in Einklang gebracht wird. Und zwar ist beide Fußspitzen nach vorne. Jetzt gehst du auf eine Fußspitze drauf und drückst aktiv die Ferse in den Boden rein. Richtig schön aktiv Ferse belasten. Von der Vorstellung her, du willst mit der Ferse
Ja, ein Loch in den Boden reinmachen. Ja, also richtig runter. Richtig zack, 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 zack. Und das machst du auch 10 Mal pro Fuß. Also beide Übungen 10 Mal pro Fuß. Und das täglich, wirklich täglich machen. Und liebe Frauen, wenn du Absatzschuhe trägst, kannst du gerne tragen. Mach danach aber, wenn du nach Hause kommst und wenn du die Absatzschuhe ausziehst, ja, mach die Übungen. Ich kann es dir nur ans Herz legen, weil sonst hast du irgendwann keine ästhetischen Füße mehr. Dann hast du den Hallux Valgus. Ja, der ist nicht nur hässlich, der ist auch massiv ein gesundheitliches Problem. Und deswegen, bevor es überhaupt dazu kommt, weil der Hallux Valgus, klar, spielt da Genetik eine Rolle, aber er wird ausgelöst durch zu enges Schuhwerk. Ja? Und gerade die Absatzschuhe, da kommt die Vorfußbelastung zustande, es geht gar nicht anders. Und dann ist der Schuh meistens vorne enger. Das heißt, die Zehen werden von den Schuhen zusammengedrückt und noch vorne belastet. Und das führt halt auf Dauer zu dieser Problematik. Deswegen mach schön die Fußübung. Was du auch noch tun kannst, wenn du eine Massagepistole hast, musst du nicht den ganzen Fuß damit bearbeiten. Mach den Triggerpunktaufsatz drauf. Und jetzt gehst du nur hier in die Mitte drunter. Ganz schön dreckig hier, sehe ich gerade. Hier. Also nur hier in die Mitte drunter und das hältst du 1 Minute lang. Genau in der Mitte. Und das Schöne ist, du siehst ja, wie mein Fuß wackelt. Du wackelst trotzdem den ganzen Fuß. Und wenn du das 1 Minute lang machst, das wird dir so gut tun. Und das in Kombi mit den Übungen hier. Einfach der Wahnsinn. Also, hol dir mal einen Fast Mover. Ansonsten mach was für die Füße. Ganz, ganz wichtig. Und wenn du eine Anleitung für die Füße haben möchtest, hol dir mein Fußprogramm, Remover Feet. Ich packe mal beide Links mit in die Beschreibung rein. Einmal den Link vom Faszienmover, da bekommst du ja auch Fußübungen mit dazu. Da bekommst du auch Programme mit dazu, geheime Anleitungen mit dazu. Und bei meinem Fußprogramm hast du halt noch viel, viel mehr Übungen, wie du sie einfach lockern und befreien kannst. Okay, das war's dann für heute. Mach einen dicken, fetten Daumen nach oben für dieses Video. Ich finde, es ist gut geworden, gerade die Übungen, ja. Und am Anfang mal ein bisschen die Information für dich, warum Fußübungen ganz, ganz wichtig ist. Genau wie Zähneputzen. Mach jeden Tag was für die Füße. Und wie gesagt, kannst es ja auch kombinieren. Dann sparst du sogar Zeit und musst nicht noch Zeit investieren. Also, schönen Sonntag. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, dein Tobias.